Liebe Brüder und Schwestern, was sind das für harte, überraschende, abweisende Worte, die Jesus gegenüber Maria, seiner Mutter, die ohne Sünde ist, ohne Fehler ist, die voller Liebe ist, voller Glaube ist, voller Hoffnung ist. Was für harte Worte gebraucht Jesu. Der deutsche Text gibt nicht wirklich genug zurück, was im Urtext geschrieben steht. Hier steht, was willst du von mir, Frau? Aber allein die Aussage, Frau, Frau, irgendeine Frau. Er sagt nicht Mutter. Maria ist seine Mutter. Aber im Griechischen steht, was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Oder man könnte auch übersetzen, was ist denn zwischen dir und mir? Nichts. Das ist die griechische, über den griechischen Urtext. Warum gebraucht, spricht Jesus so, ich sage jetzt mal so krass? Er spricht so krass, um etwas zu unterstreichen, was noch wichtiger ist, damit die Botschaft gehört wird. Es geht hier nicht nur um die Erzählung der Hochzeit zu Kana, es geht auch um Evangelisation, um unsere Ohren und die Ohren unseres Herzens weit zu öffnen für das Wesentliche. Es geht um das Wesentliche, es geht um das Herz. Und Jesus fügt hinzu, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wir spüren, von welcher Stunde Jesus spricht. Und er wird öfter im Johannesevangelium über seine Stunde sprechen. Und wenn wir das lesen im Johannesevangelium, dann spricht Jesus von der höchsten Stunde, von der Stunde, zu der er wirklich gekommen ist. Und es ist nicht die Stunde, um Wasser in Wein zu verwandeln. Es ist auch nicht die Stunde, um Brot zu vermehren, Kranke zu heilen, ein paar Kranke zu heilen oder andere Wunder zu wirken, böse Geister auszutreiben. Die Stunde par excellence, von der Jesus spricht, ist die Stunde, in der er erhöht sein wird. So spricht Johannes davon, in der er verherrlicht sein wird. Und wir würden gerne denken, ja, wenn er im Himmel ist. Nein, die Stunde Jesu im Johannesevangelium ist die Stunde, wo er zwischen Himmel und Erde hängt und ein Kreuz geschlagen und wie der Prophet Zacharia sagt, und alle werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und in dieser Stunde, und Jesus im Lukasevangelium heißt es, wie sehr habe ich mich gesehnt nach dieser Stunde, das Abendmahl. Aber auch hat er gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und ich muss mit einer Taufe getauft werden. Kreuz, das ist die Feuertaufe. Die wichtigste Stunde der Welt. Nie zuvor und nie wieder wird diese Stunde so in der Art geschehen, wie sie auf Golgotha geschehen ist. Und es ist die Stunde, wo Jesus verherrlicht wird und wo er den Vater verherrlicht und wo er das Herz des Vaters zeigt, auch sein eigenes Herz zeigt, so weit, dass es mit einer Lanze real, physisch, muss man ja heute alles noch dazu sagen, aufgestoßen wird. Liebe Brüder und Schwestern, es ist real, es ist nicht ein schöner, frommer, poetischer Gedanke, es ist wirklich geschehen, diese Stunde, wo Jesus den Vater verherrlicht und wo er sein Herz zeigt und wo er sagt, Gott ist Liebe. Ich bin Liebe. Und wer auf ihn schaut, wird nicht zu Schanden werden. Wer das annimmt, was an dem Kreuz geschieht, wo diese Quelle geöffnet wird, diese Quelle des Erbarmens, des Verzeihens, der Liebe und der tiefsten Heilung des Menschen, wer zu dieser Quelle kommt und trinkt, der wird nicht enttäuscht werden. Und schaut, das Evangelium ist schlüssig. Maria sagt dann zu den Dienern, als sie dann abgewiesen wurde, Maria hat das mit Sicherheit nicht persönlich genommen, bin ich überzeugt, sie war eine ganz reine Seele. Aber sie ist dran geblieben. Bleiben wir immer dran. Was sagt sie den Dienern? Wir wissen es schon hundertefach gehört.
tut alles, was er sagt. Hier in Kana hat Jesus zu den Dienern gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Was sagt Jesus vor seinem Leiden zu seinen Jüngern, zu den 12? Was sagt er bis auf den heutigen Tag seiner Kirche? Was sagt er bis auf den heutigen Tag uns allen, von denen, die zur Kirche kommen, die nicht kommen können, aber auch zu denen, die nicht wollen? Er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Der Abendmahlsaal und das Kreuz gehören zusammen. Es gibt kein Kreuzesopfer ohne den Abendmahlsaal. Und es gibt auch nicht den Abendmahlsaal, die Realität der Worte Jesu, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, ohne die Vollendung. Ja? Ohne die Vollendung, die Realität am Kreuz. Deswegen sagt Jesus, tu dies zu meinem Gedächtnis. Komm zur heiligen Eucharistie, komm zur Quelle, ihr alle, die hungert, die ihr Durst habt. Kommt zu mir und ich werde euch erquicken. Liebe Brüder und Schwestern, diese Quelle ist geöffnet. Und dieser gute Wein, dieser der beste Wein, den wir Menschen überhaupt empfangen können, er kommt aus dem Herzen Jesu. Er kommt vom Kreuz. Und Jesus sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis, damit täglich, jeden Tag, wir zu dieser Quelle kommen können. Und was für ein Drama ist das? Was für ein Drama ist das, wenn wir in den Augen Gottes, wir Menschen sehen das nicht so, in den Augen Gottes, dass Gott kommt, dass er selbst kommt, dass beim Brechen des Brotes, beim Agnus Dei, Jesus präsent ist, so wie am Golgotha. Da sind wir am Golgotha. Und wie wenige kommen. Es ist wahrscheinlich wie damals am Kreuz. Da waren auch nicht mehr viele. Da waren nur die, die von der Liebe erfüllt waren, die diese Liebe erahnt und gespürt haben. Da war Maria, die Mutter Jesu, da war Johannes, der an seinem Herzen ruhte beim Abendmahl, aber nicht nur beim Abendmahl. Da waren doch die Frau des Kleopas, Maria, Magdala, ein paar wenige. Was für ein Drama, dass wir das nicht mehr erkennen. Was für ein Drama in den Augen Gottes, dass wir neben der Quelle sind und nicht trinken. Dass wir die Zeit nicht haben oder finden. Wir müssen sie nehmen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das größte Wunder. Das größte Wunder, dass Gott sich an einem Kreuz, an dem Ort des Todes verherrlicht und dass er den Tod dort vernichtet. Und da ist unser Begegnungspunkt, der größte und der höchste Begegnungspunkt. Liebe Brüder und Schwestern, noch etwas, als ich das Evangelium jetzt eben verkündet habe, füllt diese Krüge mit Wasser. Wie oft spüren wir, dass wir einfach nur so, ja, unser Leben immer dasselbe, ja, Alltag, in diesen Tagen hier in Luxemburg ziemlich grau, der Nebel hängt tief, so auch in unserer Seele, einfach nur Wasser. Und bei vielen fehlt die Freude. Und Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Aber dann tut er etwas. Jesus spricht sein Wort. Und Jesus spricht sein Wort in dein Herz hinein. Und heute Morgen nimm das Wort, das er in dein Herz hinein gesprochen hat. Das, was du verstanden hast, und wenn es nur ein Nebensatz ist von dem, wo ich nicht einmal weiß, dass ich ihn gesagt habe. Sehr oft spricht Gott durch Nebensätze. Es kommt nicht auf den Prediger an. Es kommt auf das Wort Gottes an. Und er spricht zu dir und nimm dieses Wort. Und Jesus wird deinen grauen Alltag, deine Traurigkeit, er wird verwandeln. Er wird sogar, wenn du dich leer fühlst, dich auffüllen mit lebendigem Wasser. Er
möchte es tun, er will es tun. Sind wir dazu bereit? Die Stunde der Verherrlichung Jesu ist hier und heute, ist jetzt. Abendmahl und bei Magnus Dei das Kreuz. Und wir haben das Privileg, mit Maria, mit Johannes, mit der kleinen Kirche bei Jesus zu sein. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Können wir es quasi selber tun, weil wir seine Einladung angenommen haben. Möge auf die Fürsprache Marias und ihres unbefleckten Herzens vielen Gläubigen, aber auch vielen, die weit fern sind, enttäuscht sind vom Leben, zu dieser Quelle, in diese Stunde geführt werden, hier auf Erden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.